Hallöchen und willkommen oder willkommen zurück hier auf meinem kleinen Kanal. Und der gute Tommy hat für uns mal wieder ein ABBA-Cover im Angebot. Und zwar Waterloo hat er gecovert. Ist noch gar nicht so alt, ich glaube 6 Monate. Ja, 6 Monate ist das Cover alt. Beziehungsweise vor 6 Monaten hochgeladen. Und ich bin sehr gespannt. Wir wissen ja, ABBA funktioniert immer gut als Metal-Version. Und so wird auch dieser Song gut funktionieren. Und bei Tommy klingt sowieso alles gut, von daher schauen wir mal rein. Ich mag seinen Garfield Dings Bums Träger. Bisher wieder ein richtig tolles Cover. Es ist ein schönes Bild. Das gefällt mir. Das lasse ich jetzt ein bisschen so stehen. Ja, das Original ist natürlich ein Klassiker, wie alles von ABBA. Ein toller Song. Und das Cover ist natürlich wie immer ein Tommy. Es ist besser als das Original, würde ich bisher sagen. Auch wenn das schwer ist. Bei ABBA noch besser zu sein als das Original ist wirklich nicht leicht. Das muss jeder zugeben, aber Tommy schafft es halt immer wieder, besser zu sein als die Originalversion. Was will man machen? Dieser Mann ist einfach kein Mensch. Das war nett gemacht. Dip, 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 dip. Hat mir gut gefallen. Netter kleiner Akzent. Und sehr schöne Gitarre ja auch. Seine Gitarren-Solos sind auch immer super. Was will man noch sagen? Es ist einfach unfassbar gut. Forever. Waterloo, come.
Bye bye. Ja, war wieder ein super Tommy-Cover. Da kann man gar nicht meckern, da kann man nicht sagen, das ist nahezu perfekt. Ich wüsste nicht, wie man es besser machen kann. Sagen wir es mal so. Und ja, ich freue mich schon auf die nächste Reaction zu Tommy. Denn für heute war es das mit dem Tommy-Freitag leider. Haben wir uns Money, Money, Money eigentlich schon angesehen? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Wir haben schon so viel von Tommy gesehen. Sich da alles zu merken, ist fast schon unmöglich. Aber wie gesagt, wir werden ja auch irgendwann durch sein mit Tommy. Zumindest mit den ganzen alten Covern. Er bringt ja jede Woche ein neues raus. Und dann würde ich sagen, wir machen halt, wenn es soweit ist, natürlich haben wir noch ein paar Songs vor uns, dass wir immer das aktuelle Cover machen. Und als zweite dann ersetzen durch jemand anderen oder wir verschieben den Tommy auf einen anderen Tag, dann, wenn wir nur noch ein Video machen pro Woche und jemand anders bekommt dann zwei Videos freitags, ich weiß noch nicht. Da gibt es ja auch einige, die da möglich wären. Wir haben ja auch den Dan Vask Mittwoch. Wir könnten auch ein Angelina Jordan Freitag dann machen. Aber wie gesagt, noch ist das Zukunftsmusik. Wir haben noch viel vor uns, aber dass ihr da euch schon mal geistig drauf einstellen könnt. So, und ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye bye.